ihr lieben Stritzelmarktfiguren. Jetzt schaut mal, wie schön ich die Stube vom Weihnachtsmann geschmückt habe. Das ist mir aber gespannt. Ist sie schön, ja. So, schaut mal. Hier habe ich den Weihnachtsmannstuhl hingestellt, dass das so ein bisschen aussieht wie ein Thron. Ja, da kommt ja, dann die neue Pfefferkuchenprinzessin hin. Ja, so, und gekehrt habe ich und sauber gemacht habe ich. Und ich bin so gespannt auf unser heutiges Pfefferkuchenfest. Schön, dass ihr alle da seid. Guten Tag, liebes Herrenhuter Sternenmädchen, liebes Striezelkind, lieber Pflaumentoffel, liebe Striezelkind und mein Freund Knickknack. Schön, dass du es geschafft hast, heute zur Krönung dabei zu sein. Hallo! Liebes Fußvolk! Hallo, ihr Lieben! Schön, dass ihr euch eingefunden habt hier in der Stube des Weihnachtsmanns, die wir heute etwas verändert haben, denn wir feiern ja heute hier auf dem 580. Striezelmarkt unser Pfefferkuchenfest mit der Krönung der neuen Pfefferkuchenprinzessin 2014 und mit der Verleihung des Oma-Opa-Ordens. Da werden heute die liebsten Omis und Opis ausgezeichnet. Ja, das alles wird heute gefeiert, heute Nachmittag hier auf dem Striezelmarkt. Pfefferkuchenprinzessin bist, also ich weiß, du wirst täglich mit einer goldenen Kutsche in die Schule abgeholt, 8 weiße Pferde davor, 4 Prinzen sitzen drin, begleiten dich in den Mathematikunterricht, 3 davon machen gleich die Hausaufgaben, die du vergessen hast, dann wirst du abgeholt in der Sänfte, gleich in die Schulspeisung gebracht, hinterher gleich nach Hause gefahren, dort wird dir ein Bad eingelassen, so war es doch, oder? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Wie ist es denn gewesen, Madeleine, dein Leben als Pfefferkuchenprinzessin für ein Jahr? Also ich fand es sehr schön, dass ich auf der Bühne stand, dass ich das miterleben konnte, die schöne Weihnachtszeit, und das hat mir auch viel Spaß gemacht. Es hat uns, liebe Madeleine, auch mit dir ganz, ganz, ganz viel Spaß gemacht. Aber das weiß man natürlich im Vorfeld, wenn man Pfefferkuchenprinzessin wird, dass die Zeit begrenzt ist auf nur ein einziges Jahr. Und das ist ganz schnell rum. Jetzt, Herrschaften, wird's offiziell. Man trete beiseite und mache Platz für den Kurfürsten von Sachsen, für den König von Polen, Seine Majestät August der Starke. Herrschaften, Applaus ist, wenn man zwei Hände aufeinander schlägt. Wir kommen noch mal rein. Bitte, Majestät. Das war doch keine Begrüßung. Ha? Das war ja eine Probe. Das war ja lächerlich. Jetzt wird's offiziell. Jetzt kommt der Kurfürst von Sachsen und König von Polen, August der Starke! Geht doch! Genug, es ist die Sache nicht wert, denn ich bin schon längst verschieden, hochedle Bürgerinnen und Bürger, aber ich habe die ehrenvolle Aufgabe und deswegen bin ich zurückgekommen, die neue Pfefferkuchenprinzessin mitzubringen, Joelle, die erste. Sie ist es ja noch nicht. Sie wird hier gleich gekrönt. Ja? Unter 73 Bewerberinnen hat sie sich in diesem Jahr durchgesetzt und überzeugt, indem sie vor einer hochrangigen Jury zum Beispiel Akkordeon gespielt hat. Hat Weihnachten in Familie nicht gesungen, sondern rezitiert, als Gedicht aufgesagt. Ja? Es gab Pfefferkuchenherzen zu verzieren, ja? Und unter den ganzen Bewerberinnen warst du die Beste. Und deswegen haben wir dich ausgesucht in diesem Jahr. Bist du schon aufgeregt? Ein bisschen. Warum? Weil so vor vielen Menschen zu stehen, das ist schon ein bisschen komisch, aber das wird sich dann gehen. Da will ich dir die Angst jetzt nicht nehmen, aber da drüben sind ganz viele Fernsehkameras. Angeschlossen sind 74 Länder. So viele Leute sind es gar nicht. Ja? Also,
Meine Liebe, wollen wir zur Amtshandlung, zur ersten Amtshandlung kommen, nämlich zur Krönung? Ich denke, Majestät, die Glocke schlägt, es wird Zeit. Das heißt, wir kommen jetzt also, meine Liebe, übergibst du das Diadem an mich? Madeleine, die erstmal würde mir das auch passen, nein. Und ich übergebe dir das, begleitet mit einem donnernden Applaus und mit Jubelgeschrei aus dem Publikum für Joelle. Die erste unserer Pfefferkuchenprinzessin 2014. Die Krönung ist vollzogen. Es gibt eine neue Pfefferkuchenprinzessin, Noelle die Erste. Herzlichen Glückwunsch, meine Liebe, zuzüglich 365 Pfefferkuchen. Und nicht nur das. Plus 400 Euro für ihre künstlerische Ausbildung im Bereich Akkordeon. Und meine liebe Joelle, ich habe noch eine kleine Überraschung. Du darfst dir im grünen Gewölbe etwas aussuchen. Aber nicht mitnehmen. Ja? Nun, meine liebe Joelle, was glaubst du, was wird sich jetzt ändern für dich ab dem heutigen Tag? Dass ich manchmal auf der Bühne stehe. Ja. Na, manchmal ist ganz schön oft, meine Liebe. Und natürlich den Pfefferkuchen repräsentieren sollst, ja? In alle Welt hinaustragen, dass der... Es gibt ja auch Lebkuchen und Pfefferkuchen. Eine Frage habe ich da gleich mal an dich. Und ich denke mal, du kannst sie auch beantworten, ja? Pfefferkuchen, ist denn tatsächlich auch Pfeffer im Kuchen drin? Oder warum heißt der Pfefferkuchen Pfefferkuchen? Also es ist kein Pfeffer drin, der Pfefferkuchen heißt so, weil früher die exotischen Gewürze, die in dem Pfefferkuchen drin sind, Pfeffer hießen. Seht an, eine kluge Prinzessin. Ich darf dir auch den Pfefferkuchenorden überreichen. Ja. Und wir haben ja in wenigen Minuten deine erste Amtshandlung als Pfefferkuchenprinzessin, nämlich die liebste Omi und den liebsten Opi mit dem Pfefferkuchenorden auszuzeichnen. Vorher haben wir aber noch ein bisschen Zeit und ich weiß, du hast auch für heute ein bisschen was vorbereitet, ja? Ja. Wir werden dich heute Nachmittag noch hier erleben, ja? Wenn der Weihnachtsmann um 16.30 Uhr hierher kommt, nachdem er das erste Kalenderfenster geöffnet hat. Genau. Heute ist ja der erste. Nicht? Nein, das ist morgen, Majestät. Ihr bringt etwas durcheinander. Nein, heute ist der erste Advent. Das ist richtig, ja, aber der 1. Dezember ist morgen. Das müssen wir dem Weihnachtsmann auch sagen, nicht, was da losläuft. Ja. Ja? Also, ist die Aufregung weg? Ja. Prima. Schon ein bisschen. Ich habe noch ein Gedicht vorbereitet, was ich gerne vortragen möchte. Mein Weihnachtswunsch. Ich wünsche mir was, was ist denn das? Es ist ein Schloss aus Marzipan, mit Türmchen aus Rosinen dran und Manteln an den Ecken. Ganz zuckersüß und braun gebrannt ist jede Wand aus Zuckerkant, da kann man tüchtig schlecken. Die Diener laufen hin und her, servieren Saft und Marmelade und durch das Schloss zieht leckerer Duft von heißer Schokolade. Ich freue mich auf das Weihnachtsfest und kann es kaum erwarten. Prinzessin zu sein ist wunderschön, mit Schloss und großem Garten. Sehr lecker. Das war ja klasse. Danke. Aber mein Lieber, jetzt habe ich ja noch eine Aufgabe. Ich habe es ja schon angekündigt. Nachdem wir die neue Pfefferkuchenprinzessin gekrönt haben, hat sie natürlich auch ein paar Dankesworte an das Volk zu richten. Das macht natürlich eine Prinzessin nicht von hier unten, sondern von ihrem Thronstuhl aus. Ich darf dich nach oben begleiten. Gib mir mal den Pfefferkuchen. Augen. Ich bedanke mich recht herzlich bei meiner Familie, dass sie mich dabei ganz doll unterstützt hat. Und ich freue mich sehr, dass ich die neue Pfefferkuchenprinzessin 2014 geworden bin. Und ich wünsche allen Menschen auf dem Striezelmarkt einen schönen ersten Advent und eine besinnliche Weihnachtszeit ganz in Familie. Danke schön. Die Aufregung ist natürlich groß. Jetzt, Majestät. Ja, bitte. Ja, die Glocke schlägt immer noch. Das ist das Zeichen. Es muss geordert, verordert werden. Verordnet werden würde nicht stimmen, aber es gibt Orden, seine Hoheit.
Das heißt aber, wir sollten jetzt die Omis und Opis, die vorgeschlagen wurden, nicht nur bei uns in der Agentur, sondern auch bei der Morgenpost, die uns da fleißig unterstützt hat. Herzlichen Dank nochmal der Morgenpost, der Dresdner, genau. Richtig, da konnte man sich bewerben. Kinder konnten an die Dresdner Morgenpost schreiben und ihren liebsten Omi und liebsten Opi vorschlagen. Jawohl. Und da sind einige viele Bewerbungen zu uns gekommen. Nun können wir nicht alle Omis und Opis zu uns heute hier hochholen. Aber einige haben wir natürlich eingeladen. Heute hier. Und sie tanzt auch mit uns ums Lagerfeuer drumherum. Wir würden uns sehr freuen, wenn unsere Omi ausgezeichnet werden könnte. Stellvertretend für alle hat geschrieben die Marie-Luise Glasmacher. Und da ist sie nun, die Omi Waltraud. Herzlich willkommen. Das ist ein Applaus. Sei mir gegrüßt. Bist du auch groß? Ein bisschen bäuerlich jetzt, ne? Aber das schaffe ich nicht mal mit 75 mehr runterzukommen. Aber du hast deinen Enkel aufgefordert, hierher zu schreiben? Nee, ich habe es nicht aufgefordert, es ist eine Überraschung. Wann hast du es denn erfahren, dass du vorgeschlagen wurdest? Die haben mir gesagt, ich soll mir jetzt am Sonntag nichts vornehmen. Das gibt für mich eine Überraschung. Das nächste Enkel, hast du gedacht. 19 Enkel? Aus welcher fruchtbaren Ecke kommst du denn? Ich komme aus Kauber, aus der österreichischen Morgenstadt. Da ist es schön ruhig, genau. Also, ich darf dich zu uns hier rüber bitten, denn du bekommst natürlich den Oma-Orden nicht von mir überreicht, sondern von unserer jetzt amtierenden Pfefferkuchenprinzessin. Jawohl, und das ist noch einmal dein Applaus. Beste Omi der Welt, die Oma Waltraud, vorgeschlagen von 19 Enkel und 6 Urenkel. Meine Majestät, jetzt wollen wir schon zu unserem nächsten Großelternpaar. Und zwar bitte ich auf die Bühne Christine und Ulrich Schneck. Ach, mal die Tür auf. Mal die Tür auf. Christine und Ulrich Schneck, da sind sie hereinspaziert. Das ist euer Applaus. Herzlich willkommen. Kommt nach vorne. Omi und Opi Schneck. Ja. Und geschrieben hat uns die Dana Schneck. Und sie schrieb uns, ich möchte Ihnen als beste Großeltern Christine und Ulrich Schneck vorschlagen. Der Grund, dass ich sie vorschlage, ist, sie sind immer da, wenn wir sie brauchen. Sie holen die Kids ab von der Schule oder Kita, wenn man selber es nicht schafft. Sie passen auf die Kinder auf, wenn man einen Termin hat. Und ist einer krank von uns, nehmen sie die Kinder auch über Nacht. Und wenn man am Wochenende, wenn da mal ein Kind so krank ist, dass es zum Arzt muss, wird es von Opa hingefahren. Tja, ist was zu reparieren, hilft auch der Opa mit. Oma macht viel für die Kids, zum Beispiel das Strecken von Pullovern. Oh, sie unternehmen auch viel mit uns und den Kindern. Auch wenn wir sie kurzfristig brauchen, sind sie immer da. Und die Ehrung zu den besten Großeltern wäre ein schönes Dankeschön. Sie helfen auch immer bei den Hausaufgaben oder lernen mit ihnen für eine Arbeit. Wir haben 3 Kinder im Alter von 2, 7 und 10. Und sie sind es wirklich wert und wir sind stolz, dass wir solche Großeltern haben. Ja, Applaus für Christine und Ulrich. Und das ist gerade nicht nur in der Vorweihnachtszeit oder in der Weihnachtszeit, sondern das ist immer ganz, ganz wichtig, dass man viele, viele Leute hat, die einem helfen, die einen unterstützen.